und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge mit unseren Ostwind, unseren Phoenix Darker und dem Victim of Games und tschüss, ich muss los, ich muss arbeiten. Okay, also, wir machen jetzt ganz viel Holz. Holz. Moment. Hier war doch gerade noch was kaputt, ich hab's genau gesehen. Hier. Du machst das immer kaputt und dann sagst du... Gerade die Schwelle beim Reinlaufen. Nein, das ist... Du hast dein Charakter zu große Füße gemacht, deswegen gehen die immer kaputt, wenn du reinläufst. Ja, den konnte ich ja am Anfang gar nicht erstellen, deswegen sehen wir ja gleich aus. Meiner würde extrem geil aussehen, aber naja. Ja, ich hab's erst letztens herausgefunden. Ja, es geht nur auf Englisch. Auch nicht raus, angezeigt, ne, den Charakter. Dann hab ich's gegoogelt und dann hab ich gesagt, ja, stimmt, ich spiel einfach auf Englisch. Und dann geht's. Okay. Also total komisch. Ja, du startest, das ist ja... Steam und dann hast du ja 3000 Optionen, wie du das Spiel starten möchtest. Ne? Und dann musst du einfach auf Force English gehen und dann geht's. Alter, wieder okay. Doch mal mit deinen Schwanz woanders rum, du Brondo, Saurus, fucking Dings da. Hallo. Taschen. Das ist krass, ich bin die ganze Zeit draußen, ne? Kein Problem, ne? Aber kaum bin ich hier drin, muss mein Charakter kacken. Das ist so hart. Ja. Yeah. So kackst du eigentlich selber zwischendurch? Ja, ich bin ein Heimscheißer, weißt du? Ich wollte gerade sagen, zu Hause lässt sich am besten scheißen. Ich würde gerne mal heller stellen, wo geht denn das? Du drückst auf Tab und gibst Gamma, G-A-M-M-A, Player, dann eine Zahl 1 bis 5. Gamma, zwischen Gamma und Player, Leerzeichen oder was? Ja, einfach nur Gamma, Leerzeichen und dann eine Zahl von 1 bis 5. Je höher, heller ist. Ah, okay. Ja, ich glaube, so können wir es lassen. 3 habe ich jetzt drinne. So kannst du auch... ja, 3 ist gut. Ja. Also, das sehen meine Zuschauer genug, alles gut. So, Holz machen wir jetzt. Holz! Ah, mir ist noch was eingefallen, ich wollte noch was bauen. Ja, ich habe nicht... einen Ganosaurier gesehen. Bei dem Berg. Alter, wo schlägt denn der nur hin? Also, ey, was für ein Saurier? Ein großer. Okay. Ein großer. Ah gut, der ist glaube ich mittlerweile weg. Ich würde gerne mal auf den Berg gehen und gucken, ob es da Kristalle gibt. What aber da sind fuck? Überall Raptoren. Weil ich habe mir jetzt diese Ferngläser habe ich mir mal. Wie viel sind gelernt. Wir sind 3 Mann, also brauche ich jetzt insgesamt 120 Leder, gell? Oder reicht das, wenn ich ein Bett baue? Du brauchst nur ein Bett? Ja, dann baue ich nur ein Bett. Gut. Ein Bett, dann kannst du, dann kriegst du, wenn du stirbst, kriegst du ja die Karte angezeigt und dann kannst du da spawnen. Ah, alles klar, dann brauche ich jetzt noch. Nur du darfst nicht so oft hintereinander sterben. Ich glaube, du darfst nur alle 3 Minuten dort spawnen. Achso, okay. So, okay, ich baue mal ein Bett. Ein Bett. Cool, ja. So, das Bett habe ich. Das baue ich, das habe ich gerade gebaut. Wo ist es denn da hinten? Da Hanna. Da Hanna ist es. Da. Da Hanna. So, setzen wir mal das Bett. Setzen wir hier neben den Schrank. So, wir kacken mal. So. Das sieht ja aus. Schön abgeschissen. Abgekackt. Abgekickert. So. Okay, dann machen wir noch schnell wieder mein Steinbeil, machen wir schnell wieder hier reparieren. Reparieren. Was brauchen wir jetzt noch? Oh, Feuerstein. Feuerstein hier alles. So, kann man das hier eigentlich auch? Nee. Lol. Lol? Hier spawnen Cockpits und die spawnen wieder. Da hauen wir ab mit den Cockpits, das war's letztens, hat das mir schon gereicht, was da abgegangen ist. Alter, wie viele halt auch. Aber die spawnen und die spawnen. Ist voll komisch. Ja, vorhin hat bei mir auch in der vorletzten Aufnahme oder so eine Libelle immer aufgeflackert. So. Nee, ganz komisch. Ich möchte jetzt mal ein bisschen nach Norden, also den Berg aufgehen und gucken, ob ich da Kristalle finde. Das wäre halt voll awesome. Aber hier oben ist halt ganz schön gefährlich. Deswegen habe ich ein bisschen Panik. Und dann kann ich uns fernlesen. Und da siehst du schon vom Weiten, was für ein Level und was für ein Geschlecht ein Team wird. Ah, okay. Ganz praktisch. Ich bin überladen. So, und das nächste Mal, wenn wir runtergehen ans Wasser, dann mache ich mal die 2 Wasserschläuche noch voll. Ja,
Das Blöde an den Wasserschläuchen ist halt, dass die auch nach einer Zeit Wasser verlieren. Und geil, hier gibt's Kristalle. Das habe ich gerade mitbekommen. Ja, ein Drittel war bei mir vorhin schon weg. Oh, und hier gibt's auch Ameisen. Riesenameisen? Ja. Okay. Krasse Scheiße. Ja, die sind tot. Boah, jetzt sagt ja, du verhungerst, Alter. Ey, willst du mich jetzt ein bisschen hier verarschen oder so? Haben wir noch Fleisch? Haben wir noch Fleisch daheim? Warte, ich guck. Ja, also 6-mal gebratenes Fleisch und 11 rohe liegen hier noch drin, weil irgendjemand das Lagerfeuer ausgemacht hat. Ja, nee, das hat keiner ausgemacht, da ist einfach kein Holz mehr drin, ne? So, nehmen wir mal die Kohle raus. Hallo? Toll, da hätte ich ja das Holz gleich da reinschmeißen können. Ich hol mal Holz oben. Du mal, packen wir gleich mal 100 Stück rein. Ja, ich tue jetzt hier auch erstmal wieder Holz ranholen, weil... Das wird da gefressen ohne Ende hier. Gerade mal gucken, ob ich überhaupt Kristall mit den ganzen Steinwerkzeug überhaupt abbauen kann. Bin ich nämlich gerade ein bisschen... sieht nämlich gerade irgendwie echt nicht so aus. Du, Narkosemittel haben wir 10 Stück. Boah, die Dino-Brillen gehen mir auf die Nerven, echt. Weil, dass du die immer wieder kriegst, gell? Ja, oh, toll, man braucht eine Metallpickaxe. Warum? Warum kann man schon Ferngläser lernen, wenn man gar nicht das Tool dazu hat, um die Materialien abzubauen? So witzlos. Das ist der Witz da dran. Bin ich hier umsonst hochgelatscht? Und weiß nicht mehr, wo es runtergeht. Alter, jetzt hat's mich wieder zurückgesetzt, du. Wenigstens wissen wir, dass es hier oben Kristalle gibt. Ja, ich mecker schon wieder. Ich hätte dich nur mit dem vollen Mund sprechen. Ja, weil ich schon wieder gemeckert hatte. Das kann doch nicht sein, dass wir irgendwie Hunger machen. Doch, bei mir geht's eigentlich. Also wenn der Eimer voll ist... Ja, ne? Dann dauert's. Dauert's ein bisschen. Arschloch, dieses Blöde. So. Dann gasen wir mal runter an den Strand. Dir ist kalt, ah, alte Mimose, bei Szene zusammen. Na, Louis Walsh, echter Deutscher, wärmt sich am Eisblock. Verdammt, ich geh viel zu weit weg. Das ist nicht cool. Doch schon wieder hier tonnenweise Holz. Da unten sehe ich einen Ostwind rumflackern. Ja. Du bist überladen. Geh nach Hause. Kacken! So. Hast du ins Wasser gekackt? Schöne braune Suppe gemacht da unten. Oh oh. Da klang gerade irgendwas komisch. Irgendwas reicht. Ich bin weg! Ich bin weg! Wie? Alter, mich greift irgendwas an und ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Shit. Ja, verpiss dich, ich laufe nicht in meine Richtung. Du bist wohl nicht mehr ganz sauber. Ich bin überladen. Wo seid ihr denn? Ah, fuck. Ich laufe mal... Oh, wo laufe ich denn jetzt hin? So. Zu dem Dicken. Kann er den angreifen? Ich sehe schon gerade, greift mich eher an. Und nee, Rest, also dir läuft Haus, eigentlich nichts hinterher. Ich bin voll überladen, ich habe zu viel Holz einstecken. Ich schütze dich. Von zu Hause aus. Sag mal hier, Lauf, du Arschloch, du blöde Sau, du elende Kackbratze. Na, nicht in diesem Ton. Ich Alkohol trinke, ich aggressiv. Prost. Prost. Oh nein, senkrecht in den Dezen knetschen. Sven baut da mal oben noch Dingsbums. Mal ein Dach noch drauf.
bitte. Ja, es regnet rein, hast recht. Ich hab keinen Bock, dass ich krank werde. Alter. So, knallen wir hier wieder Holz rein, oder 30. Achso, apropos, warte mal, kann ich gleich mit meiner Axt hier wieder mal... Rapper Wii, ne? Was brauchen wir da noch? Was ist los, Ivy? Ivy? Wie? Warum kannst du das jetzt hier nicht hinplatzieren? Ich will da so eine Schräge vor die Tür machen, ich will nicht immer reinspringen müssen. Wieso springen? Du brauchst nur drauf zulaufen und dann geht dein Charakter von alleine rein. Kann man da jetzt manchmal bleibt er bei mir hängen. Rumsetzen oder hier davor? Nee, gell? Geht nicht. Du könntest hier Wände hinsetzen, ja. Ja, geht das? Okay. Müsste eigentlich. Müsste, ich probier das mal aus, kurz, ob du das hinkriegst. Warum ist denn das hier schon wieder kaputt? Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Das Dach hier. Keine Ahnung. Wenn du hier wahrscheinlich mit Nüschel dagegen läufst. Wenn du mit Nüschel dagegen läufst, dann machst vielleicht du das kommen, dann machen wir die alle weg und machen neue hin. Ich hab noch 6 Dächer. Ja, dann mach den weg und dann setzen wir da hinten noch die Holzwände höher, oder? Würde ich auch sagen. Hier, weg mit dem Mist. Und so, wer räumt den Spittel jetzt auf hier? Sieht ja aus, den ganzen Drunnen voll gekackt. Ne, da bauen wir hier da oben nochmal. Dann mache ich die hier auch noch mal weg. Mache ich Holzwände, da bauen wir hier ein paar Holzwände. Holzwände, das bauen wir dafür, 40 Holz, 10 30, 7 Fasern, alles klar. Dann gehen wir mal hier rein. Dann holen wir uns mal ein bisschen Holz raus, Fasern. Holz ist hier auch noch im Schrank, ne? Nee, warte mal, ich werfe mir hier drüben den Mist hier. Oh, ein Bett! Schnell reisen! Ja. Ja, du kannst von zwei Betten schnell hin und her reisen. Geht nur noch 30. Aber dann kannst du nichts mit transportieren. Okay. Wohlgemerkt. Das ist scheiße. Also du spawnst quasi bei einem anderen Bett nochmal neu. 2, 3, 4. Wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück brauchen wir. Ja, ich habe 4 gebaut, das muss der nächste Mal eben, wenn Inventar gerade voll und leer ist. Voll und leer? Ja, also. Wisst was ihr meinen, also... Nein. Voll mit Wänden, aber leer mit Rohstoffen. Aha. Kann ich mir ein bisschen was drunter vorstellen. Ja, ja. Ja, schön. Ja, lass mir erstmal so, oder? Sieht wenigstens so ein bisschen nach was aus, das löst sich mal mit dem Kopf gegen die Decke. Ja. Oh, du bist kühl. Mir ist kühl, mir ist kalt. Zieh dir doch eine Jacke an, du Blödmann. Ich baue mir eine Jacke aus Holz. Naja, dann mach ich halt noch 4 Wände. Es ist hell draußen. Yeah. Gleich mal Holz holen. 2 kann ich machen, was fehlt denn dann? Wenn ich nicht gerade von irgendwelchen Libellen genervt werde. Holz 30. Holz in Mengen. So. Mengen. Ich bin überladen, geil. Bin nur so oft geladen. Okay. Ey, mal gegen den Baum geschlagen, fährt er um. Alter. Will mir in Ruhe Holz hacken gehen und dann sind überall Dildos. Dildos? Ja, der Alte von jedes Mann ist überall Dildos. Der scheiß aus. Dam. Oh. Bom, 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 so. Bom, bom.
Bom, 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 bom. Jetzt haben wir hier alles so schick zugebaut, ich hätte halt gerne noch eine Terrasse gehabt. Du kannst doch bauen. Hier läuft noch ein Triceratops, weil brauchen wir noch einen dritten. Naja. Die würde ich jetzt eher so gerne töten. Level 2. Wollen wir den killen? Hm. Hm. Was? Mach nicht mehr so viel Schaden. Pfeifen. Oh, cool, ein Bett. Also ich muss mal sagen, unser Haus sieht eigentlich schon ganz schön bescheiden aus. Beschissen. Ja. Wer baut nur so eine Kackbude? Also guck dir das doch mal an, das sieht aus wie so irgendein Kackwürfel. Der Überhang hier hinten. Also ich glaube, wir müssen alles abreißen und ein bisschen vergrößern, oder? Weißt du, wie Boden raus hier? Nee, ach lass also ich den. Ich persönlich finde schon alleine die erste Etage ein bisschen... Weil die nur ein Dings hoch ist. Nee, lass das einfach so, weil wenn wir dann eh später wieder in die Insel hineingehen, das ist jetzt Quark hier an dem Ding was rumzubauen, das ist... Ja, würde ich aber auch sagen. Dann bauen wir da eine richtige ordentliche Basis, weißt du wie? Nee, hier jetzt erstmal ein bisschen ausprobieren. Genau. Gut ist, dann wissen wir später, wissen wir besser machen. Alles. Alles. So, komm, wir greifen das Ding an. Na los, Attacke. Warte. Na, ich muss erstmal Chitin loswerden. Was? Scheiße. Ja, hast du noch was essen? Ey, ich bin zum... Wo ist er? Ballert es jetzt einfach irgendwo rum? Rein. Da unten. Hier? Level 2. Warte. Wo ist er, Christian? Ich komme mal, Moment, ich muss erstmal was ablegen hier. Spring mit! Man kann doch bestimmt auch... Ich beschieße mit Pfeilen. Oh, das ist auch cool. Warte, da lenke ich ihn noch mal ab. Stimmt, warum nicht? Oh, mal, Alter! Ja. Ich könnte noch Speere werfen. Jetzt! Das ich dachte, das geht schnell. Ich hab extra, warte mal, lass mich noch mal reinschießen. So, und dann kann ich die Pfeile, glaube ich, auch wieder mitnehmen. Kannst du? Komplett alle? Ja, manche gehen kaputt und manche kannst du auch wieder mitnehmen. Das ist das Coole dran. Hast du Feine mitgenommen? Ja, 40. Hau die mal raus. Ich schau euch mal ein Parasaurus durch, Rutte. Warte mal. Warte. Hau mal die Pfeile. Scheiße, er läuft doch nach oben. Warte, ich schau dir die Pfeile raus, warte. Nee, Pfeile. Das ist zwei Pfeile hab ich. Ja, das so. Ist gut. Einmal frei. Wo sind sie hin? Da kommt noch, was ist denn jetzt mit dem Parasaurus? Der ist in die Richtung. Ach, da drüben. Da ist ein Raptor. Das ist doch wieder nur so ein Spuckvieh, oder? Das ist ein Dildo, oder? Den hackt man tot hier, los hin. Ich bin mir voll die Panik, wenn die Battle-Musik angeht und ich bin gar nicht im Kampf. 54 sagt er, das hat absolut null was zu sagen. Ja, das siehst du mal, wie es uns vorhin immer gegangen ist, wo du die Fische hier angegriffen hast und so. Vor allem ganz blöd ist es, wenn du gerade im Inventar drin bist und die Musik geht an. Kriegst du voll die Panik, ich weiß. Komm, wir gucken mal hier unten. Wo waren der, warte mal, du hast doch gesagt, Sven, wir gehen mal zu dem Berg hoch, wo die Vertiefung ist. Vertiefung? Oh, hinter mir, was ist denn das? Wo bist denn du? Hinter mir ist auch was. Ich sehe euch beide. Ach, scheiße, hier im Raptor. Oh. Ein hier, ich bin tot. Ist der schnell. Raptor Level 60. Was, Level 60 auch noch? Beginn bei Bett. Geil. Ich bin auch tot. Fuck. Mach, drück aufs Bett auf der Karte dann, ne? Ja, pass. Aber es kann sein, dass er dann nicht spawnen kann, weil du schon gespawnt bist. Ja, irgendwie zeigt es das gar nicht. Dann braucht doch jeder ein Bett. Ja, wir dürfen einfach nicht so schnell hintereinander sterben. Ja toll, das konnten wir jetzt aber auch nicht ändern. Wo bin ich denn jetzt? Ja, nee. Toll, scheiße. Zwei Rucksack genau da, wo der Idiot rumläuft. Wo hast du mich jetzt rausgehauen? Weg. Nee, hm? Der kommt jetzt langsam wieder. Der kommt jetzt langsam wieder. Ja. Fuck. Ah, einmal frei. Gut, ich bin hier. Sehr schön. Ich hab's nicht weit, hoffentlich. Wie lange halten die Rucksäcke? 15 Minuten, gell? Okay, du machst den, ich lauf mal hier rüber. Nee, der folgt dir. Scheiße! Sag mal, bist du ein bisschen behindert, Katze? Reiß ich jetzt mal zusammen.
ist noch jemand gestorben. Ja, ich schon wieder. Der Raptor ist echt übel. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass hier durch das Gewässer, wenn ich hier durch das Gewässer gehe. Wo konntest du jetzt starten? Na, ich müsste woanders starten. Ja, dann müssen wir brauchen wir definitiv drei Betten. Ja, selbst wenn ich jetzt ein eigenes Bett gehabt hätte, hätte ich ja nicht dort spawnen können wegen den 3 Minuten. Achso, schon irgendwie. War ich auf den Schildkröten hier? Nach langer Zeit mal wieder gestorben. Krass. Was für ein Level hat der, habt ihr gesagt? 60. 60, ja. Weil wie schnell das Vieh war. Ich hab da, was greift mich jetzt an? Ja, du kannst nichts machen, du kannst nicht wegrennen, du kannst eigentlich gar nichts machen. Nee. Ist der noch bei uns hier oben? Dann machst du echt nichts. Ich guck mal. Hier ist nichts. Da vorne ist aber mein Rucksack. Das war meiner, wenn mich nicht alles täuscht. Na, steht ja da, welcher das ist. Inventar. Ja, das ist alles Bogen, das ist alles von mir. Lass doch mal gucken, was brauchen wir denn zum Raptor zähmen? Level 60. Nein, jetzt ist das Vieh schon wieder da. Oh, Alter, hau doch mal ab, du dummes Dreck. Das gibt's doch nicht, ich. Raptoren sind so geil, die sind scheiße, diese Pisser. Bin ich jetzt schon wieder? Mann, ey. Verteilt. Was hast du? Er ist gestorben. Endlich. Scheiße, wo war denn mein Zeug? Also meins liegt vorm Stein. Das sieht man, oder? Da ist der scheiß Raptor. Oh, jetzt hat's mich auch mal zurückgesetzt. Der Raptor ist tot. Alter! Hast du mit Pfeil und Bogen kalt gemacht, oder was? Das ist wie immer noch da oben. Das gibt's doch nicht. Ich komme nicht mehr an mein Zeug ran. Schildkröten gerade hier, Oh, jedes Mal starte ich wieder hier hinten. Das ist so mega weit zu latschen. Welche Zone startest du? Ja, 1, wie immer. Nee, mach aber Zone 2. Zone 2 startest du jetzt hier von hier vorne. Das wechselt sich irgendwie immer ab, keine Ahnung warum. Ja, egal, ja, ich... Wo ich gerade gespawnt bin. Klar, da hinten läuft ein T-Rex rum. Hä, wo bin ich denn gespawnt? Ich muss hier übrigens vorsichtig machen, wenn ich hier hochgehe. Ich laufe gerade falsch. Nimm den ganzen Mist doch mal mit. Jetzt gehe ich ja schnell in die Hütte rein, Alter, leck mich schon nicht am Arsch. Also, ich bin mir gerade selber nicht sicher, ob ich überhaupt weiß, ob ich richtig laufe. Irgendwie voll komisch gespawnt. Ich glaube, ich lasse mich von einem anderen Tier nochmal killen. Ach nee, nee. Oh, die Ausdauer. Soll ich das dreimal diesen Mist? Was will ich denn damit? Das ist schon wieder. Gehe ich gleich wieder raus, muss wieder Zeug loswerden, was ich nicht brauche. Scheiß fucking Raptor, ey.
Ist der jetzt mittlerweile mal weg? Also bis jetzt habe ich nichts gesehen, dass er da ist. Vielleicht komme ich ja wieder an mein Zeug. Also da liegt auf jeden Fall noch eine Tasche. Der läuft wieder Richtung. Nach unten läuft er. Ja, zu uns. Läuft er nach rechts runter. Ich gehe mal hier oben um den Felsen rum, berichte mir mal, wo der hinläuft. Im Galfen wäre halt echt, wenn wir den gezähmt, wenn wir den betäubt bekommen. Alter, never! Inventar, Ostwind. Okay. Mach schnell alles nehmen und weg. Ich glaube, der kommt wieder hoch. Mir ist noch Ostwind. Der kommt zu dir. Der kommt! Ich kann nicht weg! Alter! Warum? Ey! Leck mich doch am Arsch, Alter! Das Vieh. Ich sag's noch, der kommt, ich komm nicht weg. Ja, wir jagen Raptoren, wir jagen eher uns. Hast du Steinschleuder einstecken? Alter, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Ich hab jetzt Zone 2 gemacht, leck mich doch am Arsch. Sag ich, sag nicht, jetzt bist du woanders oder was? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Honey, das war eine scheiß Idee. Nein, ich bin bei Zone 2, bin ich direkt davor rausgekommen. Du denkst doch bestimmt, dass du falsch rausgekommen bist. Lauf mal den Landstrich einfach vor. Wir haben gerade betrieben. Wen? Was denn für ein Landstrich? Ja, in die Richtung, wo du aufgewacht bist, in die Richtung läufst du mal. Das müsste genau hier vorne sein. Da müsstest du genau in die Bucht rumkommen. Wen hast du getötet? Was? Wer kommt da hinten gelaufen? Fertig. Ach, das bist du. Wo ist er hin? Ich habe ihn gerade kurz vertrieben gehabt. Ich habe mich auf den Stein gestellt und habe ihn schön mit der Steinschleuder drauf gebratzt. Und dann ist er auf einmal abgehauen. Wenn ich ihn echt hier hinlocken kann, könnten wir echt einen Raptor zähmen. Was wollte ich jetzt machen? Ich habe hier nur Felswände. Keine Ahnung, wo ich bin. In der Not einfach nochmal töten lassen. Ja, hier ist gerade nichts zum Töten lassen. Und weit rausschwimmen. Da bin ich gemacht. Wo ist der Raptor hin, ey? Das will ich gar nicht wissen, der soll ich verpissen, Trickvieh. Arschloch blödes. So, wir bleiben einfach mal unter Wasser. Folgt mal ja auch irgendwann. So, seht doch mal ein bisschen Unterwasserwelt hier von Ark. Sieht man auch nicht alle Tage. Minster. Ich im Übrigen sehr schön finde. Mal nebenbei gesagt. Die Waterwelt. Nervt jetzt, dass der abgehauen ist, weil ich hatte so eine schöne Position, wo ich den einfach so auf Kopf schießen konnte. Du bist jetzt mit der Erschöpfung. Oh, leck mich doch mal Arsch mit deiner scheiß Ausdauer, du. Juhu, ich bin gestorben. Und gleich aus der Bulle, wie er angesetzt hat. Cockpiece. Ganz auf viele? Ja. Und ich stehe auf dem Stein. Viel Spaß. Die haben einen Garno getötet. Also so einen relativ großen. Ja, die... Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß es nicht.
Holz hier hoch. Da haben wir Holz. Das Beil haben wir noch. Haben wir da noch 30. Haben wir jetzt noch Vorschlag. Konntest du das Bett immer noch nicht benutzen, Sven? Nö. Okay. Oh nein, ich bin runtergefallen von dem Stein. Kümmerst du dich immer noch um den Raptor oder was? Ja, mittlerweile um Cockies. Was ist das? Das sind die kleinen. Ganz klein. Okay. Die mich letztens angegriffen haben in der zu 20. oder so, keine Ahnung. Die sind voll süß. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Süß sind die da auch nicht mehr, wenn da 20 vor dir stehen. Dreckviecher. Der Raptor, der ist weg. Ich hab ihn wiedergefunden und der ist einfach, der hat mich gesehen und ist weggerannt. Ja, wer weiß, warum er weggerannt ist. Muss das seine Gründe haben. Okay, die machen wir mal mit. Also, ich gebe es jetzt langsam auf, dass ich mein Zeug wiederfinde. Also, wir hatten es ja gefunden, aber bis ich jetzt wieder dort bin, ist es bestimmt despawned. Ist ja kein Ding. Laufe ich kurz zurück und sammle es auf. Ach so, das geht ja auch, gell? Ja. Ja, warum sagt mir das genau, dass man das machen kann? Wir haben doch schon oft genug gesagt, soll ich es mitnehmen? Ja, weil ihr doch gesagt habt, hier... Da kannst du es aufheben. Hier, da steht dein Name drauf, was deine ist. Wo warst denn du? Ist das jetzt... Ah, du warst da hinten gewesen, oder? Das habe ich von weiter Ferne gesehen. Müsstest du ja theoretischerweise hier irgendwo... Was war das? Hier sind ein Haufen Parasaurose. Sterben eh nur. Gestorben ist, weißt du, wo der gestorben ist? Ja, aber ich sehe hier nichts. Nimm so einen großen Stein. Ja, aber die Frage, hast du schon alles aufgesammelt gehabt oder hast du noch Zeug mit drin in die anderen gehabt? Ich hatte zwei Taschen dort. Ja, ich bin eh gleich selber da. Es standen zwei Rucksäcke von mir dort. Dann habe ich alle zwei Rucksäcke aufgenommen und war damit dann überladen und konnte nicht mehr vor dem Raptor weglaufen. Hier nichts. Oh, ich krass hier schon die ganzen großen Steine hier alles ab, da ist nichts. Dann bin ich nur so blöd, um was zu sehen, oder? Das ist eben halt schon weg. Na gut, einerseits so ein kleiner brauner Beutel in so einer Landschaft, den übersieht man halt schnell. Hier müsste stehen. Da steht gar nichts. Toll. Bestimmt despawned. Ja, erinnern können wir uns jetzt auch nicht. Ist doch alles schnell wieder zusammengefarmt. Ja. Ja, ist scheiße, weil ich jetzt schon wieder dehydriert bin. Ich darf schon wieder runter ans Wasser. Warte, oh, gut, dass du sagst. Ich muss mit. Weil bei mir sieht's auch schon wieder dehydriert scheiße aus. Oh, Mann. Ja, das ist die Ark. Weg mit deinem Schwanz hier, Stegosaurus, Junge. So. Naja, dann kann ich gleich mal Bären sammeln. Nö, ach komm, Mann. Ach, du jagst ihn, okay. die Reaktion gerade. Ach, nö, Mann, ey. Ja, irgendwann reicht's halt auch, Mann. So ein Vietnam-Flashback. Der Sound kam gar nicht bei mir. Ich hab nur das Vieh vor mir lang rennen sehen. Okay.
Das Schöne ist ja, wenn du einfach nur da stehst und sammelst irgendwie Bären oder so und auf einmal wirst du von hinten schon gepiesackt. Ich höre schon wieder Battleground. Naja, der Honey hat sich ja mit einer Schildkröte Level 36 angelegt. Jo. No, why not? Fein die ganzen Pfeile, die in hier drinnen stecken. Das sieht geil aus. Alter! Hast du heute schon mal genießt? Ach nee, das schickt im Auge. Wo seid ihr denn? Hier unten am Strand. Wo wir vorhin den Triceratops gezähmt haben. Also unten am Ufer. Wäre nämlich eigentlich schon praktisch, dass wir relativ nah beieinander sind, dass wir auch XP aufteilen. Das wäre ja klar, wieder XP klauen wollen. Das klauen? Teilen? Ich bin eh gleich tot. Ich bin langsamer als die Schildkröte. Alter, die böse Kampfmusik und ich stehe einfach nur da. Ja, ich bin tot. Scheiß drauf. Ja, ich würde dir ja helfen, aber ich hab ja nix. Wie gesagt, Schildkröten sind echt ein bisschen tricky, ey. Das ist aber krass, dass die echt so viel aushalten. Juhu, ich könnte auch, mal das ist ja klar, Bett ausnutzen. Ja, aber doch nicht, wenn du die ganze Zeit vorne auf den Kopf einstichst. Was ist denn das für eine Logik? Die hat doch kein Stahlhelm auf. Achso, hier steht's da. In 14 Minuten 30 Sekunden verfällt dein Charakter. Also eine Viertelstunde hast du normalerweise. Ja, ich bin schon da, warum ich mein Zeug nicht gefunden habe. Wo ist jetzt meine Tasche? Hier, dein Körper liegt hier. Da will ich in den Körper nein oder was? Ja, einfach Inventar öffnen. Was ist denn das für ein Quark? Vorhin stand ein Dings vom Start jetzt so. Was ist denn da jetzt rausgehauen? Ja, hier. Das habe ich rausbekommen. Ja, nee, das interessiert mich nicht. Das kannst du hoch. Nee, das Keratin kannst du aufheben. Okay, ja. Keratin habe ich rausbekommen. Das haben wir doch oben schon mal gehabt. Ach so, warte mal. Ich hatte vorhin auch Keratin, aber ich bin ja gestorben. Boah, Alter Sven, ich stell dich definitiv nach Leiste. Du bist übelst laut, ey. Und da rede ich schon nicht sehr doch, laut. Das kommt übelst neingeprallt. So, habe ich mich wenigstens noch getötet und habe 4 Fleisch rausgeregt. Das ist auch gut. Sollen wir gleich wieder mitnehmen. Aber warum soll ich jetzt einfach lauter sein bei dir? Das ist irgendwie komisch. Du bist bei mir übelst laut. Wir haben ja nichts verstellt. Mon amour, toujours, ah baby. Freu dich. Überall dieses vergammelte Fleisch hier drin, ey. Ja, am besten alles, was wir nicht brauchen, in die Tiere reinstopfen, was vergammeln können. Na her, mein Herbert. Sammel doch mal, Alter. Geht meine E-Taste langsam kaputt oder was? Okay, dann wollte ich noch das Zeug reinbringen. Hey, wo ist das Zeug hin? Das oben? Ja. Das Keratin können wir hier rein tun. Das wäre voll geil, wenn man Bambus anpflanzen könnte. Bambus? Ich Bambus. Oh, Alter, meine lieben Damen und Herren, es war wieder schön mit euch und es waren noch viele Tote wieder mit dabei. What the fuck? Und ja, da haben wir mal wieder eine kleine Überlänge gemacht. Naja, was soll's. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Victim of Games, Phoenix Darko und ja, mit LP. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, Leute. Ciao.